Ja, Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Greedfall. Ich bin hier mit der lieben Lady Desiree, liebe Leute, und wir müssen Folgendes machen. Also in der letzten Folge sind wir hier herummarschiert und ja, wir müssen einen Gefangenen befreien. Das ist einmal wichtig. Ja, gehe in der Arena als Sieger hervor. Wir müssen jetzt in der Arena, wir müssen schauen, dass wir als Sieger hervorgehen, damit der eine andere freikommt. Also, finde ich sowieso sinnlos irgendwie, aber wir müssen es halt machen. Und das machen wir. In die Groschen Arena gehen. Na, werden wir auf jeden Fall tun. Groschen Arena. Ja, ich habe wieder meinen Kaffee am Start. Hier heute diesmal mit meiner Smiley-Tasse. Finde ich ja sensationell. Schaut einmal, Leute. Oder so. Schaue ich cool aus, oder? So, da draußen trinke ich meinen Kaffee jetzt und wir müssen in die Arena gehen. Wen haben wir denn da? Sprich mit Arenameister. Good day and welcome to the arena. Is this your first time? Ja, ich bin noch Jungfrau. The crowd just loves to see new faces. So, are you ready to rise to the challenge? Or would you like a little reminder of the rules before jumping in? Unless, of course, you're just here to go over the basics and get in some practice. Hä? Ersuchen an der Seite des gefangenen Jägers zu kämpfen. Ersuchen, ne, hallo? Die ersten Herausforderungen. Ersuchen an der Seite des gefangenen Jägers zu kämpfen. I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? You'd have to go in alone. Your friends will need to stay in the stands. Ja und? Are you sure that this prisoner is worth risking your life? Sicher. Den Kampf zustimmen. This man has been the victim of terrible injustice. I cannot stand aside without doing anything. Oh, that's extremely noble of you. But it's just the sort of crazy idea that the crowd loves. I have to warn you though. If you want to fight now, you will lose your bonus in the running challenges. So, will it be? Der immer wurscht jetzt. Jetzt kämpfen. Justice cannot wait. I am ready to fight. Ich muss kämpfen. Excellent. In that case, the arena awaits you. Ja, die Arena erwartet mich, na bitte. Ja, das ist doch einfach, Leute. Komm doch. So, der ist einmal hinüber. Oh. Kann man nicht bewegen? Leute! Ich bin tot! Was? Ich bin tot, Leute! Oh! Letzten Speicherstand laden. Jetzt muss ich noch einmal mit diesem Komischen reden. Ja, ich bin tot. Oh, das hat sie schon in sich. Ja, müssen wir noch einmal reden. Ja, ja. Suchen an der Seite des gefangenen Jägers zu kämpfen. Ich möchte an der Seite des gefangenen genommenen der Insel kämpfen. Den Kampf zustimmen. Ja, kann ich alles überspringen? Hatten wir vorher. Jetzt kämpfen. So, fertig. Ah!
Das Blöde ist, man kann da echt nicht ausweichen. Ja, warum? So, ich brauche einen Heiltrank. Was ich blöd finde, dass man da nicht ausweichen kann. Oh Leute! So, jetzt kann ich meinen Heiltrank nehmen. Der schießt ja! Leute, der schießt ja! Oh, Leute, ist schon wieder eine Sterbefolge. Ist schon wieder eine Sterbefolge, Leute. Na, das ist auf jeden Fall jetzt einmal mühsam, das zum Kämpfen. Wie kann ich hier eigentlich... Kann ich hier irgendwie... ich kann nicht irgendwie springen oder irgendwas... suche eine Seite des Gefangenen. Der erste Herausforderung nach Regeln fragen. Ersuche eine Seite des Gefangenenjägers zu kämpfen. Ich möchte das aber machen, Leute. Okay, Kampf zustimmen. Jetzt kämpfen. So. Ich kann nicht raus. Da ist der andere ja. So, der ist einmal hinüber, der kann mich jetzt nicht mehr abschießen. Ja, ich bin fest konzentriert, Leute. Ah, der ist tot. Weg da mit dir! Na, der eine oder andere ist tot auf jeden Fall. Den habe ich jetzt nicht retten können. So, Heiltrank. Weg mit dir! Der ist einmal hinüber, ist nur noch der eine. So, geh in die Arena als Sieger hervor, kehre zum Händler zurück. Ha, super, haben wir es geschafft. You've won the affections of the crowd. And when the crowd makes a decision, it gets what it wants. You're free, prisoner. I owe you my life on Al-Manawi. Blessed be the winds that have blown you to my side. By what name should I address you? My name is Desardet. Desardet. In fact, it's your cousin the merchant that sent me. Follow me. Let's go and find him. Ja, passt. Super. Jetzt haben wir das geschafft.
So, können wir noch mit dem Arenameisterin. Was ist das hier unten? Hinabsteigen. Ich steige mal hinab, Leute. Ja, wir haben es geschafft. War ja, ja im Endeffekt eh nicht so schwer. Was haben wir hier eigentlich? Da ist ja noch ein Rufzeichen, aber ist egal. So, Arenameister. Klettern wir mal rauf. Da schauen wir, vielleicht können wir mit dem reden. Nö. Okay. Kehre zum Händler zurück. Haben wir aber hier noch irgendwas zum Looten? Wäre ja wichtig. Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Können wir hier reisen, die Gefährten versammeln, schlafen. Wir werden auf jeden Fall mal schlafen. Bis zur Morgendämmerung. Reisen. Die Gefährten versammeln. Lagerbereich. Jetzt haben wir mal einen Lagerbereich. Was haben wir hier? Werktisch verwenden. Ich möchte gerne den Werktisch verwenden. Deshalb mache ich jetzt einmal einen Schnellspeicherpunkt. Aber ich möchte jetzt... War ich wieder Folgenhalbzeit, Leute? Das gibt's ja nicht. Das ist ein Wahnsinn. So. Ich werde so speichern auch noch einmal. Überschreiben und fortsetzen, weil ich habe schlechte Erfahrungen mit Werktischen verwenden bei dem Spiel. So, was habe ich da? Ring des kämpfenden Mönchs. Was haben wir als Ausrüstung hier? Kriegertunika. Alte graue, beschlagene Rüstung. Nö, eher Kriegertunika ist viel besser. Die habe ich ja gerade an. Was haben wir da? Die volle. Werktisch. Also können wir. Was ist das? Questgegenstände. Versetztes Getränk, Schlaftrank. Ach, Leute. Handschuhe. Priesterhandschuhe habe ich jetzt neu bekommen. Die kann ich ja. Kann man da was verbessern? Umsortieren, erweitert an sich verbessern. Ja, wir könnten. Wir könnten diese Handschuhe verbessern. Ja, jetzt stürzt's ab, Leute. Ja. Es ist wieder mal passiert, liebe Leute. Es ist wieder mal passiert. Absturz. Ja. Wieder mal beim Werktisch. Liebe Spieleentwickler, wo soll das? Es ist unglaublich. Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen verbessert. Die Handschuhe und die Plattenstiefel und keine Ahnung was. Wir gehen raus jetzt hier wieder. Wir waren gerade in der Arena drin. Gehen raus und müssen jetzt was? Was müssen wir jetzt tun? Genau, wir müssen den Händler besuchen. Ganz wichtig auf jeden Fall. Und wir weiter questen. Auf jeden Fall. Möchte ich schauen, dass wir die Sachen auch abarbeiten, so ein bisschen zur Nebenquest abarbeiten. Ja, es lädt ja so lang. On Olmenawi. I'm glad to see you again. Oi, Ven. I'm so glad to see you alive. Oi, Ven. Then you must thank this On Olmenawi. He fought on Olmenawi. Thank you. May the grass always be soft beneath your feet. Don't mention it. I also brought you back your goods. May the trees Super. Always bear you fruit. We owe you a lot. You should go see Ulan, the chief of Vignamri, my village. Den Häuptling, hey. He wants to be friends with the Renaigse. Since you Jawohl, are ready, möchte ich. You could talk to him. Super, Leute. Na, ist das toll? Na, ist das super? Triff dich mit Ulan, dem Häuptling von Vignamri. Machen wir auf jeden Fall, Leute. Machen wir. Wo ist das? Da müsste ich reisen. Da müsste ich reisen, aber ich mache das jetzt, Leute. Mit Ulan. So. Gut. Wir schauen, dass wir da vielleicht irgendwas... Aber irgendwie... Ich möchte es jetzt nicht verschreien, aber ein bisschen weniger hacken tut's. Im Moment. Als sonst. So, wir müssen hier auf jeden Fall zum östlichen Tor. Wir müssen, ich schätze mal, dass wir reisen müssen. Triff dich mit Ulam, dem Häuptling. Hi, ich habe keine Ahnung, wo wir da hinreisen müssen. ich schätze mal irgendwo ins Nirgendwo. Wir müssen reisen, wir müssen uns mit Ulam treffen. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall auch. Es wird wahrscheinlich wieder eine größere Reise werden. Da wird er wahrscheinlich irgendwo seinen Stamm haben.
Der ist dann ist ja wieder so eine laufende Nebenquest, die ich da mache. Und ja. So, wo ist Ulan? Ulan! Hi, was bist denn du für ein Viech? Ja, also da müssen wir mal rausreisen. Kommen die anderen eh mit mir mit? Ja, die kommen eh mit mir mit. Ah, jetzt fangen sie an zu hacken. Ja, das ist das Spiel. Das ist einfach, seitdem ich das Let's Play... Wir haben jetzt 31 Folgen. Und es hat keine Folge gegeben, wo es nicht gehackt hat. Aber das ist egal eigentlich. Klick auf E, wenn du ein Gebiet verlässt, um das Reiseinterface aufzurufen. Reisen. So, wo ist Ulan? Hier drüben. Triff dich mit Ulan. Dann werden wir da hinreisen. Ja, wir müssen hier hinreisen. Nach Magdaklak. Keine Ahnung, Leute. Wo lager im Wald? Nutze diese Pause in deiner Reise, um deinen Charakter und deine Gefährten zu verwalten. Ja, das ist ja immer gut. So ein Lager. So. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Ich möchte sofort weiterreisen. Nach Vik Namri. Oder nach Vik Namri. Ja, keine Ahnung. Ich muss es ehrlich sagen. Müsste ich jetzt schauen, wo der jetzt genau ist, müsste ich jetzt schauen. Trifft ihn mit Ulan, dem Häuptling. Ja, solche Reisen, ich finde solche Reisen eigentlich bei diesem Spiel sensationell, weil da kann man die Aussicht genießen, man kann durch die Gegend laufen und man hat auch den ein oder anderen Feind, Monster oder so. Finde ich sensationell. Ja, diese Folge neigt sich ja auch schon demnächst dem Ende. Ja, wir müssen uns mit dem Häuptling treffen. Häuptling. Oh. So. Nach Vik Namri von Vik Namri. Dem Häuptling von Vik Namri. Der Vik Namri ist der Stamm, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das die Ortschaft Vik Namri ist oder ob das der Stamm ist. Da ist ein Händler. Soll ich denn? Das ist so ein. Habe ich da irgendwo ein Lager oder so? Wir müssen da rechts rüber. Ja, wir müssen da rechts rauf. Weiter Richtung Osten. Ja, hier. Wo der jetzt genau hier ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich jetzt eigentlich mal schauen. Ja, hier geht's auch rauf. Finde ich cool. Im Moment keine Feinde. Wie schaut es eigentlich mit meiner Gesundheit aus? Die ist eigentlich super voll. Top, gefällt mir. Okay, hier runter. Mit dem Häuptling treffen, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob wir noch ankommen in dieser Folge, weiß ich nicht. Aber irgendwie wäre das ja doch interessant. Aber egal, dann machen wir halt nächste Folge weiter. Ist auch egal. Ist eigentlich nicht so tragisch. Wo ist da jemand? Ich komme ihm schon immer näher. Hier schaut es schon interessant aus. Okay. Hier oben, da ist was. Ja, das schaut indianermäßig aus. Ja, natürlich, hier. Schaut einmal, Leute. Vik Namri, können wir hier irgendwo ein Lager aufschlagen? Hier. Da haben wir, können wir ein Lager aufschlagen, oder? Lager aufschlagen, jawohl! Schlage ein Lager in der Region Glandwein Melmio auf. 1 von 4. Super. Toll. Wir haben ein Lager aufgeschlagen, liebe Leute. Und schon wieder etwas beendet. Ja, jetzt sind wir in Vik Namri. Das ist ein Dorf. Dorf Vik Namri. Triff dich mit Ulan. Wo ist der Ulan? Ulan. Ja, wir sind eigentlich jetzt da, machen in der nächsten Folge aber weiter. Wir sprechen mit Ulan. Mit Ulan,
mit Ulan, dem Häuptling von Vignamri. Wir haben Lara in Magdavaknlevek Werkwesch, oder wie das heißt, aufgeschlagen. Das ist, sind so komische Namen, tut mir leid, Leute. Und ich bedanke mich für euer Zuschauen und würde mich natürlich über Abonnenten freuen, über Likes freuen und so weiter. Ich bin euer Zong, sage wie immer Game Over and Out. Bis zum nächsten Mal. Ciao.